herzlich willkommen zum KAS Podcast aus dem Kindletatic System Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des KAS Podcasts, der, wenn ich mich nicht irre, 59. Also wir sind kurz vor dem nächsten Jubiläum. Und wir haben heute ein Thema, das quasi schon so ein bisschen Jahresabschluss-Rückblickscharakter hat. Und zwar geht es darum, was sind unsere drei größten Erkenntnisse des Jahres 2022 und auch, was sind die größten Erkenntnisse, die wir persönlich vielleicht mitnehmen aus unserem Training oder die einfach unseren Blick geändert haben. Und dazu begrüße ich heute wieder den Christian. Ja, grüß dich Basti, freut mich mit dabei zu sein und ja, ich bin gespannt, was wir heute alles zusammenfassen werden. Ja, ich würde gleich mal den Anfang machen und ich schiebe nochmal so ganz Social Media billig was davor und zwar wäre der Anfang, den ich machen würde. Mir ist aufgefallen, wie schön es ist, immer so viel positives Feedback zu bekommen. Heute gab es erst einen mega Kommentar von Mike unter dem letzten Podcast und dass wir der beste Podcast Deutschlands sind und oder Fitness Podcast Deutschland. Das hat mich natürlich super gefreut. Auch ansonsten, Rückmeldung ist fantastisch. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn noch mehr Leute das teilen mit anderen und kommentieren. Also kommentieren ist tatsächlich immer das Schönste. Es gibt viele Nachrichten. Gestern habe ich auch wieder mit einem Coach geschrieben, viel über Athletiktraining für Handballer. Da ist es immer hilfreich, wenn ihr das einfach in die Q&As postet und solche Sachen, damit alle was davon haben. Und ansonsten, das ist mir aufgefallen, nicht nur wie schön das ist, sondern eben wie wichtig es ist, dass ihr liked, dass ihr abonniert und dass ihr kommentiert und dass ich das auch immer wieder erwähne, denn je öfter ich das mache, desto mehr tun es auch. Also vielen Dank schon mal dafür. Und der erster Punkt ist eigentlich keine neue Erkenntnis, aber in gewisser Weise würde ich sagen, dass dieses Jahr bei mir viel, viel mehr Klarheit in bestimmte Dinge gebracht hat, die ich eigentlich vorher schon kannte oder wusste. Und ein Punkt ist Konstanz und Plan ABC-Workouts. Worüber wir eigentlich schon immer viel geredet haben und also Plan ABC-Workouts sind ja so eine Sache, die quasi von Dan Pfaff kommen, also wo es darum geht, wenn eine Einheit aufgrund einer Verletzung oder des Trainingszustands so nicht machbar ist, wie sie geplant ist, dass man dann quasi im Schema bleibt und das Ganze anpasst. Also ein Beispiel vom alten Kurs wäre in dem Fall gewesen, jemand, ein Sprinter hat Hamstring-Probleme, kann die Einheit nicht machen, macht dann die gleichen Distanzen, macht das Ganze aber vielleicht mit Dribbles, also eine Sache, die die Hamstrings nicht so taxieren, sodass man einfach dieses Problem umgeht, aber in diesem Schema bleibt und das hilft eben die Kontinuität aufrechtzuerhalten und das ist für mich so der Punkt, dieses Zusammenspiel aus Konstanz und im Schema bleiben, das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis irgendwie, die sich einfach nochmal verdeutlicht hat, auch bei meinem Training, wenn man jetzt so Sachen nehmen will wie man kann nicht laufen gehen und dann einfach an diesem Tag, an dem Laufen geplant wäre, dann nicht eine Krafttrainingseinheit zu machen, weil man sagt, ja okay, dann trainiere ich halt jetzt mehr Kraft diese Woche, sondern dann eben im Schema zu bleiben und einfach zu versuchen, genau das Ziel dieser Einheit vor Augen zu behalten und das einfach in einem anderen Kontext umzusetzen. Und gleichzeitig auch in unserer Zusammenarbeit mit den Athleten weniger den vom Plan abweichen, also weniger den Plan quasi in der Struktur und in der Phase ändern, weil
ein Problem ist, wie zum Beispiel einfach jemand kommt, war eine Woche krank, also jetzt nicht irgendwie schwerwiegend krank, sondern so ein bisschen krank und kommt zurück. Oder jemand hat In-Season, hat sich ein bisschen wehgetan, hatte ein Game, wo er irgendwie ein bisschen was abbekommen hat und dann eben in diesem Schema zu bleiben und dann vielleicht die Inhalte so anzupassen, dass es eben machbar ist. Ja, also grundsätzlich einfach auch mit der Regression arbeiten zu können, dass du sagst, okay, wenn du nicht laufen gehen kannst und das nächste, was in der Planung dem Schema entsprechen würde, wäre Bike-Ergometer, dann machst du das stattdessen. Genau. Und dadurch halt konstant die eine Fähigkeit und eine Anpassung voranzutreiben. Wobei ich mich auch frage, ob es da nicht die Möglichkeit gäbe, in dem Fall eine Art, ich glaube, letztens hast du es gemeint, aber es war kein Austausch von einer Kraft- und Ausdauereinheit, sondern es war eine Zirkeleinheit statt einer Unterkörpereinheit. Genau. Am Samstag, genau. Ob es nicht die Möglichkeit gäbe, da quasi einfach auf dem Spektrum von relativer Intensität weiter nach unten zu gehen, in der relativen Intensität, und dann doch, wenn man sich die Anpassung anschaut, eher in Richtung dem Ausdauerreiz zu gehen und trotzdem natürlich über die Bewegungsmuster und das, was man trainiert, auch weiterhin das Schema und das Ziel voranzutreiben. Also dann würdest du theoretisch ja eventuell einen Switch machen, aber nichtsdestotrotz im Schema bleiben. Also du würdest ja nicht stattdessen einfach irgendeine andere Einheit machen, sondern der rote Faden der Einheit sozusagen oder der Woche, was wichtiger ist, würde aufrecht bleiben. Ja, also du meinst jetzt quasi, dass man zum Beispiel an einem Tag, an dem man eigentlich Laufen geplant hätte, dann eine Krafteinheit macht, die einen aeroben Fokus hat. Die so ähnlich ist wie, wie der Zirkel, den du beschrieben hast. Ja, voll. Also absolut, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde es so auf diesem Spektrum, würde ich halt sehen, das ist quasi nicht so spezifisch vom Reiz, also eine Fahrradeinheit wäre spezifischer vom Reiz, wenn es die Ausdauereinheit ist. Und dann wäre der nächste Schritt quasi das Zirkeltraining. Also und das Zirkeltraining dann eben ausgerichtet auf den Ausdauerreiz. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen dieses, habe ich ja eben im letzten Podcast auch beschrieben, dieses einfach immer eine Möglichkeit finden, was zu machen und sehr damit zu leben, dass es immer besser ist, etwas zu machen und auf diesem Spektrum eben zu bleiben, als zu sagen, ja, okay, ich lasse die aus und mache dann morgen eine Einheit dafür. Oder weil das jetzt nicht der perfekte Lauf unter den perfekten Bedingungen wäre, machst du Pause, obwohl es keinen wirklichen Grund dafür gibt, Pause zu machen. Also du hast quasi alles einigermaßen in Check, was du brauchst, um sinnvoll trainieren zu können, und machst dann einfach eine Pause oder einfach gar nichts. Genau. Und weil das auch so eine Sache ist, wir versuchen ja immer relativ genau in der Planung unsere Reize zu setzen und machen uns viel Gedanken darüber, wie wir planen, wie wir die Tage in der Woche strukturieren. Und ich glaube, sind vielleicht so Ebenen, die sind mir klarer geworden von der Hierarchie auch. In unserer Überlegung ist es ja dann oft so, man plant die Woche, damit die Woche in sich funktioniert, von den Regenerationszyklen zum Beispiel. Und dann plant man natürlich, wo will ich hin mit den einzelnen Einheiten und hat Progressionen. Und dann ist ja immer die Abwägung, ich kann jetzt heute die Einheit nicht machen, wie sie geplant ist. Versuche ich diese Einheit an einem anderen Tag der Woche zu machen und setze dementsprechend die Hierarchie an, dass der Reiz, also die Planung der Progression über die Wochen quasi intakt bleibt, oder sage ich, es ist wichtig, die Wochenstruktur aufrechtzuerhalten, also ist die Hierarchie der Wochenstruktur höher, und dann muss ich eben sagen, okay, ich kann heute die Einheit nicht machen, ich bleibe aber in meinem Programm, in meiner Struktur und passe dann die Progression der nächsten Wochen gegebenenfalls an. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, in dem es für mich sich ein bisschen geändert hat, dass ich sagen würde, es ist noch wichtiger, in dieser Wochenstruktur zu bleiben, gar nicht mal aus rein trainingswissenschaftlicher Überlegung oder
Anpassungsbetrachtung, sondern sehr viel mehr einfach, weil man dieses Habit, also weil es leichter ist, die Gewohnheit aufrecht zu erhalten und man weniger gegen diesen Widerstand kämpfen muss, dann eine Einheit zu machen. Man bleibt einfach im Rhythmus. Ja, du hast letztendlich die Einheiten, die du trainierst in der Woche, die sind strukturiert innerhalb der Woche und die möchtest du halt möglichst sinnvoll innerhalb der Struktur und der chronologischen Reihenfolge und auch Priorisierung abarbeiten und abtrainieren, ja, sodass es halt dann, wie gesagt, einen guten Anschluss findet an die nächste Woche. Genau, ja. Ja. Und ja, und dass man einfach auch nicht überlegt, also dass man dann auch nicht ins Überlegen reinkommt und sich denkt, oh, wenn ich jetzt heute Unterkörperkraft hätte und heute kann ich keine Unterkörperkraft machen, dann mache ich die morgen, mache ich dann die Einheit von morgen heute und sowas, weil jetzt würde ich sagen, haben wir das Wissen quasi, um diese Anpassung zu machen und uns zu überlegen, was sind die besten Anpassungen. Trotzdem ist es, wenn es um das eigene Training geht, dann so, dass man dann so was lostritt an Überlegungen und an Verwirrungen oder Wirrungen, die dann entstehen im Training, die das Ganze dann einfach unnötig komplex machen und man vielleicht dann auch den Wert der einzelnen Einheiten ein bisschen übergewichtet. Ja. Und das ist ja auch was, worüber wir eigentlich oft reden, dass diese Gesamtheit der Reize wichtig ist, um besser zu werden. Ja, absolut. Stimme ich dir zu. Das ist schon mal gut. Dann hau du einen raus. Okay, also wie gesagt, das ist jetzt auch keine krasse Erkenntnis und geht auch eher in Richtung einer persönlichen Erfahrung, aber eine Erkenntnis, die ich in dem Sinne wiedergeben will, dass ich sie selbst bei mir bemerkt habe und auch teilweise bei anderen Personen bemerke, und zwar, dass Kraft- und Ausdauertraining in Kombination mehr Spaß macht als das jeweilige Einzeln nur ausschließlich für sich selbst. Und ja, das ist eben eine Erfahrung oder Erkenntnis, die ich gemacht habe durch mein eigenes Training, durch die jetzt langfristige Umschwellung mittlerweile auf die Kombination und Kraft- und Ausdauertraining zusammen, und die ich halt immer wieder bemerke, wenn man eben eine Sache, die man nicht gemacht hat, dazu nimmt und eben darin progressiert und besser wird, dann entwickelt man daraus ja auch ein Habit und es macht dann dementsprechend auch Spaß. Ja. Und ich denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass es etwas mit diesem Spektrum, wo wir gerade mit diesem Intensitätsspektrum, über das wir gerade geredet haben, zusammenhängt und auch mit dem, wie man, physiologische Reize akzentuiert. Denn beim Ausdauertraining würde ich behaupten, oder zumindest bei anhaltenden Belastungen, die länger sind als 10, 12 Minuten, ist der primäre Fokus auf aeroben Stoffwechselprozessen. Ja. Und beim Krafttraining verschiebt sich das Ganze in die anaerobe Richtung. Natürlich läuft der aerobe Stoffwechsel auch mit an und der spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Und dadurch hängen diese beiden Modalitäten letztendlich auch in gewisser Weise zusammen und haben dann auch den synergistischen Effekt, weil man die Planung gut gestaltet. Aber ich denke, wenn man diesen Wechsel hat und das Training so polarisieren kann, dann kriegt man, wenn man beides gleichzeitig macht, eben diese zusätzliche Motivation nach einer länger anhaltenden Ausdauereinheit, die primär aerob ist, wieder die anaerobe Einheit zu machen. Zum Beispiel nach einem Long Run am Sonntag, dann Mittwoch die schwere Unterkörpereinheit zu machen. Das, die Erfahrung habe ich gemacht, dass ich das so irgendwie gegenseitig auch sowohl in den, wenn es so geplant ist, in den Anpassungen unterstützen kann, als auch eben dann diese Motivation hochschaukelt, ja, weil man sozusagen vom Spektrum, von der einen Seite des Spektrums auf die andere wechselt und sich das so eben dann immer wieder gegenseitig anschiebt, auch was die Motivation und was den Spaß an dem Training und an den Trainingswochen eben betrifft. Und das ist, denke ich, auch was mit deinem ersten Punkt sehr stark zusammenhängt. Wenn das gut geplant ist und dementsprechend auch Spaß macht, dann trainiert man das auch gerne und macht das auch gerne durch. Und dann bleibt man auch innerhalb des Frames oder hat, wenn überhaupt, nur ganz kleine Variationen. Ja. Innerhalb der Struktur. Absolut. Also du sprichst jetzt eine ganze Reihe an Punkten an, über die ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, ob ich die mit aufnehme und sie dann erstmal verworfen habe. Aber also
Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob es besser ist oder schlechter, diesen Wechsel zu haben aus den verschiedenen Reizen, weil es irgendwie auch manchmal schwierig ist, diesen Switch hinzubekommen, finde ich, im Krafttraining. Aber auf der anderen Seite hat man so viele Dinge, die einen motivieren und so viele Einheiten, die Spaß machen. Und die Einheiten haben so viel unterschiedlichen Charakter. Und dass, wenn man das eben gut strukturiert, wie du schon sagst, dann ist es eigentlich eine schöne Addition. Dann hast du eigentlich immer was Gutes. Das Schwierige ist, diese Struktur zu finden erstmal oder diese Ausgewogenheit zu finden. Und ansonsten finde ich das zum Beispiel mega gut, dass man... Man könnte es auch negativ sehen, aber ich sehe es eigentlich positiv, dass man das Gefühl hat, man ist wieder an einem Punkt, wo man einfach in allem einfach nur besser werden kann. Durchaus, ja, auch. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich laufen gehe, dann vergleiche ich mich mit Läufern und das bedeutet, ich bin im unteren Ende des Spektrums vielleicht oder vielleicht im Mittelfeld oder sowas und lauf da. Und wenn ich im Krafttraining bin, dann vergleiche ich mich halt mit Leuten, die Kraft-3-Kämpfer sind und dann bist du natürlich irgendwie im mittleren, unteren Ende. Und das nimmt auch so ein bisschen den Druck, also weil du das Gefühl hast, okay, ich kann in allem irgendwie gut werden. Ich muss nicht irgendwie fancy, krass Gas geben in einer Sache. Das finde ich eigentlich ganz entspannt. Also es hat mir auch ein bisschen geholfen, so ein bisschen aus diesem Punkt rauszukommen, diesen Wechsel zu haben von Leistungssport in so einen leistungsbezogenen Freizeitsport quasi. Denn weil im Kraft-3-Kampf, als wir es als Leistungssport gemacht haben, ist es natürlich so, du weißt, du hast Wettkämpfe, du trainierst auf die Wettkämpfe. Das ist ein gewisser Druck quasi. Und ich fand es am Anfang total schwierig, also noch Spaß am Krafttraining zu haben, ohne diesen Kontext des Wettkampfs zu haben. Mhm. Und da hat mir diese Kombination dann eigentlich eher geholfen. Ja, und ich denke auch die Möglichkeit, also wenn wir jetzt retrospektiv das Training nochmal planen würden, dann hätten wir die Möglichkeit, eben diese Ausdauereinheiten einzubauen. Ja. Und diese Abwechslung oder diese verschiedenen Facetten zu haben und dadurch halt auch in schwierigeren Phasen, wo der, wie du sagst, der Druck höher ist, die Motivation aufrechtzuerhalten oder halt nicht aufrechtzuerhalten, sondern man muss ja auch trainieren, wenn man nicht motiviert ist und keine Lust hat aufs Training. Das ist sogar wichtiger langfristig, um ein Habit auszubilden, aber um einfach diese Unterstützung zu haben. Ja, man möchte ja auch selber, wenn man das Training plant und macht, irgendwie sich auch dann die Möglichkeit geben, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Und deswegen war das so die Erkenntnis, die ich daraus auch formuliert habe. Ja. Ja, und nichtsdestotrotz auch wichtig zu trainieren, wenn man oder laufen zu gehen um 22 Uhr, wenn man keine Lust drauf hat. Shoutout an Carlo. Genau, richtig. Aber das ist halt, oder genau, denke ich halt wichtig. Und auch zu wissen, gut, wenn man beides gleichzeitig machen möchte und wie du sagst, halt dann auch irgendwie sich verbessert natürlich oder sieht, dass man Potenzial hat, dann mit zu berücksichtigen, dass man am Anfang vielleicht schauen muss, dass man eben die Zeit investiert und um auch in der Fähigkeit, die man die letzten Jahre vielleicht nicht trainiert hat, erstmal besser zu werden, sich eine Grundlage aufzubauen, worüber wir letztendlich immer sehr viel reden und dann dementsprechend auch die Geduld zu haben, diese Gewohnheit auszubilden, wieder oder zum ersten Mal sozusagen an diesem Training, am Ausdauertraining oder Krafttraining Spaß zu finden und das dann eben halt konstant zu machen. Ich denke, diese, um eben wie gesagt die Gewohnheit auszubilden, diese Anfangsphase, die ersten Wochen sind entscheidend und da muss man halt auch ab und zu in den sauren Apfel beißen und einfach sagen, okay, wie du eben vorhin gesagt hast, so am Sonntag habe ich jetzt gesagt, mache ich immer den Long Run und vielleicht ist der Long Run auch erstmal nur 3 Kilometer lang. Dann mache ich das halt auch, wenn ich keine Lust dazu habe. Ja, ja, ich glaube, das ist auch keiner der Punkte, aber ich glaube, das ist auch viel zu oft irgendwie einfach immer noch missverstanden, dass man ist nicht immer motiviert, die Trainingseinheit zu beginnen, aber das Wichtige ist eben, und deshalb auch dieser, vielleicht wieder dieser Punkt der Konstanz und in diesem Wochenrhythmus zu bleiben und den nicht zu unterbrechen eben.
wenn man weiß, das ist da, dann ist es wie eine To-Do-List, dann ist es, ich habe immer darüber geredet, dass ich diese Erwartungen an mich habe, diese Einheiten durchzuziehen, und dann macht man das halt einfach und dann beginnt man mit der Einheit und dann ist es, also ich muss immer an diese eine Donnerstagseinheit denken, wo ich vom Schreibtisch aufgestanden bin abends und ich hatte echt gar keine Lust. Ich hatte, habe mir gedacht, ich habe zu wenig gegessen und so, und dann dachte ich mir einfach, nicht nachdenken, ziehe ich an, gehe rauslaufen, und ich habe wirklich einfach versucht, so alles so schnell wie möglich zu machen, damit ich gar nicht mit mir diskutiere quasi. Also gar nicht die Möglichkeit, das darüber nachzudenken. Genau. Was jetzt so. Und dann bin ich raus und dann bin ich losgelaufen, und der erste Kilometer war auch so, boah, also einfach schlimm, wo du dir denkst, boah, jetzt, vielleicht laufe ich doch nur 5 oder keine Ahnung. Und dann ab dem zweiten, also während dem zweiten Kilometer ging es einfach los und es hat, ja, mir ist aufgefallen, es geht end easy, und geil. Ja, und dann war es einfach immer geiler. Und das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, schon einfach super häufig ist, dass man Einheiten beginnt, weil man weiß, man sie ist jetzt dran, und währenddessen fängt es an, Spaß zu machen. Und nicht, man freut sich nicht unbedingt auf die Einheit. Es gibt voll oft auch Einheiten, wo ich mir denke, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Aber ich würde sagen... Und dann merkst du während der Einheit, ah, fuck. Ja. Fuck, doch nicht so gut, wie ich dachte. Und genau andersrum, da gehst du Donnerstagabend zu laufen und denkst dir so, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und dann nach Kilometer 2 so, beste Entscheidung. Ja, das war wirklich so eine Nummer, da bin ich gelaufen und habe einfach, dachte, am liebsten hätte ich alle angerufen und gesagt, hey, es ist so geil. ja, ich... bring den zweiten Punkt gleich mal an. Der zweite Punkt ist keine neue Erkenntnis auch wieder, aber für mich ist es wie eine neue Erkenntnis, weil es für mich viel klar gemacht hat, was ich vielleicht auch... für mich hat es so einen Zwist gelöst, und zwar die Differenzierung zwischen Wissenschaftlichkeit und Wissenschaft. Das war für mich... einfach so ein bisschen wie ein in Details ungelöstes Problem in meinem Kopf, weil also gerade mit der Marie reden wir ja oft auch darüber, irgendwie über Studien und Studiendesigns und wie man trainingswissenschaftliche Erkenntnisse aufbaut und sowas. Und dann ist es eben so, dass ich ja eigentlich schon ein, würde ich sagen, großer Wissenschaftsfan bin und ein sehr großer Fürsprecher des wissenschaftlichen Prozesses, aber dass es gleichzeitig halt so oft ist, dass die Dinge aus der Wissenschaft oder der Sportwissenschaft, die übernommen werden, dann irgendwie so übernommen werden, dass ich mir denke, das ist aber nicht richtig. Und diese Differenzierung ist für mich irgendwie klarer geworden. Und das ist basiert für mich primär darauf, dass zwei getrennte Felder sind, die voneinander lernen und sich gegenseitig nähern sollten. Was ich damit meine, ist, Wissenschaft im Trainingsbereich ist super wichtig, und die sollte auch quasi nicht als separater Bereich, aber schon in gewisser Weise getrennt immer vorangetrieben werden, weil man da Erkenntnisse gewinnen kann, aber eben in wissenschaftlichen Settings, also eben unter Ausschluss bestimmter Störvariablen, was ja dann genau das ist, was die Coaches immer kritisieren, nach dem Motto, ich kann es nicht übersetzen. Und dafür ist es eben auch gar nicht da, meiner Meinung nach. Das ist so mein Punkt. Und ich glaube, dass auch die Wissenschaftlichkeit auf Seite der Coaches halt oft ist, die Dinge zu übernehmen anhand von Studien, ohne sich auch nur Gedanken zu machen über nur die statistischen Probleme daran. Oder was heißt Probleme? Aber wenn das Ranges angegeben werden, dass Mittelwerte angegeben werden mit Abweichungen und oder was es bedeutet. Ich muss dann denken an einen Post von Menno Hanselmans, und der hat ja den jetzt rede ich mich in was rein, aber der hat ja so einen Science Badge of Honor irgendwie, und dann macht er diesen Post über, ja, er sagt schon seit Jahren, 1,5 Gramm Eiweiß sind die Grenze quasi, die man braucht, und danach hat es keine Vorteile mehr, und dann zeigt er so einen Graphen, wo eine Mittelwertlinie eingezeichnet ist, also ein Mittelwertgraph eingezeichnet ist in so eine Punktewolke, wo du eigentlich siehst, ja okay,
wenige Punkte und sehr große Varianzen. Und natürlich hast du dann quasi so ein Abflachen. Und anhand dieses dargestellten Graphs ist halt ein nicht mehr zunehmender Graph. Und dann diesen Pause zu machen, um zu sagen, ja, 1,5 Gramm sind die Grenze und nicht 2 Gramm, wo ich mir dann denke, selbst wenn es so ist, dann muss man ja berücksichtigen, dass wenn ich 2 Gramm Eiweiß konsumiere, hat es keine Nachteile. Gibt immer noch keinen Hinweis darauf, dass es Nachteile hat. Wenn ich weniger als 1,5 Gramm konsumiere, hat es selbst nach seiner Erkenntnis Nachteile. So, das ist einfach für mich, das ist so ein Beispiel von Wissenschaftlichkeit und nicht wissenschaftlichem Handeln. Wenn man es identisch nachmachen möchte. Ja. Ohne darüber nachzudenken, dass es eine andere Option geben würde, die man auch anwenden kann. Ja. Ein ähnliches Beispiel ist ganz interessant. Beim Intermittent Fasting hat man dieses 16-8-Stunden-Fenster deswegen übernommen, weil die Person, die das zuerst, oder der Wissenschaftler, der das zuerst untersucht hat, halt diese 8-Stunden-Feeding Window hatte, weil so lange eben die Arbeits- oder Experimentierzeit ging. Und dann hat man dieses 8-Stunden-Fenster und arbeitet da, macht dann eben die Studie damit und so teilt sich das dann auf in 16 und 8 Stunden und macht dann damit die Publikation, hat dann die Ergebnisse. Die Leute lesen dann, okay, Intermittent Fasting, 16 und 8 Stunden und übernehmen das dann 1:1 so. Ja, und wie gesagt, das kann schon Sinn machen eine Zeit lang und kann auch gut sein eine Zeit lang, aber das bedeutet nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, das so zu machen. Ja. Sondern man könnte auch eine Varianz dessen machen oder man könnte sich vorstellen, hätte diese Person ein anderes Arbeitsfenster während ihrer Untersuchung gemacht, wären nicht eventuell die ähnlichen Ergebnisse oder identische Ergebnisse rausgekommen oder vielleicht sogar bessere. Ja. Und die Überlegung ist eben wichtig, weil oft auch die Ergebnisse, die wir sehen an berufliche und menschliche Gebundenheiten des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerinnen eben angeknüpft sind, auch an persönliche Merkmale, an dem Filter, den sie anwenden, wenn sie die Sachen untersuchen, an den Messungen, an eigenen Schlussfolgerungen und so weiter. Und das eben dann 1:1 übersetzen, ist ein bisschen schwierig. Man müsste sich mit dem ganzen Team, das die Untersuchung gemacht hat, in einen Raum setzen und alles durchsprechen, die Leute wirklich gut kennenlernen, sich fragen, wie sind die vorgegangen, sind die sauber vorgegangen, wo haben sie vielleicht im Prozess Fehler begangen, die sie jetzt nicht zugeben, um eine gute Publikation durchzubringen oder in einem guten Journal zu landen. Also Sachen müsste man halt ehrlich am Tisch besprechen, die nicht in die Diskussion fallen, vielleicht sogar. Das Review ist auch ein sehr wichtiger Teil, den man sich reinziehen sollte. Ja. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sagen, okay, ich übertrage jetzt die Ergebnisse auf meinen Athleten oder auf mich selber. Aber einfach zu sagen, okay, man liest jetzt diesen Result-Teil des Reviews und sagt, okay, das mache ich jetzt 1:1 so nach und egal was passiert, ich mache das so, macht keinen Sinn. Weil wenn, stell dir vor, du setzt dich in einen Raum mit 4 Leuten, 4 Wissenschaftlern und die sagen dir das so, dann würdest du ja auch Fragen stellen, so sagen, okay, aber wie hast du das gemacht? So, wie hast du es herausgefunden? Ja. Was waren die Schwierigkeiten? Was waren die Probleme? Wo würdest du sagen, hast du Fehler gemacht? Ja. Wo warst du aufgrund deines Handelns oder wo ist dein Handeln deswegen so entstanden, weil du einfach an die Bedingungen oder an deine Vorgaben gebunden warst und nicht anders handeln konntest, letztendlich im Messverfahren oder mit den Probanden? Ja, ja und also absolut eben diese. Wenn du, das ist eigentlich ganz gut dargestellt, weil wenn du auf die Ebene der Anwendbarkeit willst, dann musst du es eigentlich mehr so sehen, dass du viel mehr Hintergrundinformationen und viel mehr Softwareinformationen brauchst, als der wissenschaftliche Prozess dargibt in Form von der Publikation, die dann stattfindet. Damit du eben den Kontext hast und damit du eben auch siehst, wie man es vielleicht tweakt oder wie man es vielleicht anpassen würde für die Realität oder warum welche Störvariablen so gehandelt wurden. Sehr oft auch eine Sache der verfügbaren Messmethodik oder sowas. Und ich finde es eben ein mangelndes Verständnis der Wissenschaft eben dann oder ein falsches Verständnis der Wissenschaft, wenn man sagt,
dass die Wissenschaft konkrete Ergebnisse liefert, sondern die liefert ja eigentlich immer nur Erkenntnisse, die einen Rahmen bilden für weitere Untersuchungen, weitere Studien, die quasi immer mehr Erklärmechanismen liefern, aber sehr genau wie beim Interference-Effekt, wo man dann eigentlich, man hat eine mechanistische Begründung eigentlich, also auf eine tatsächliche quasi Stoffwechselbegründung, warum es diesen Interference-Effekt gibt, und dann sieht man ja, okay, es war doch ein Fehler drin. Und wenn du dir eben dann ja auch anschaust, wenn man sich nur strikt daran hält im praktischen Prozess, dann hätten alle Rugby-Spieler nie so trainieren dürfen, wie sie trainiert haben. Weil man eigentlich immer hätte sagen müssen, okay, wir müssen Blöcke machen mit Ausdauertraining und wir müssen Blöcke machen mit Krafttraining, sonst kommen wir in keinem wirklich voran, so ungefähr. Und dann hat man eben, muss man sich ja auch wiederum fragen, wenn man diesen wissenschaftlichen Beweis hat, muss man sich fragen, okay, warum funktioniert das im praktischen Feld? Was haben die vielleicht irgendwelche Tweaks, die anders sind als in den Studien oder so? Und ein letztes Beispiel vielleicht, das heute eben in meinem Feed aufgepoppt ist, ist die Darstellung, ich glaube, es war wieder ein Schönfeld-Review von der NSCA Deutschland gepublished, darüber, dass debunked ist, dass es das Krafttrainingsspektrum gibt von Maximalkraft über Hypertrophie zur Kraftausdauer. Und dann habe ich mir nur gedacht, das ist wieder so eine Aussage, die nicht falsch ist, aber sie ist auch nicht richtig. Also weil im praktischen Use Case ist es so, dass du natürlich sagen würdest, wir wissen mittlerweile, du kannst auch mit 30 Wiederholungen Hypertrophie erzeugen. Ist nicht das Problem. Und wir wissen auch mittlerweile, du kannst auch Maximalkraft stimulieren mit 30 Wiederholungen. Wir wissen aber zum einen auch, dass es sinnvoller ist, mit wenig Wiederholungen Maximalkraft zu stimulieren, als es mit vielen ist. Wir wissen auch, dass es über Volume-Load-Studien zum Beispiel, dass es in dieser Schnittmenge aus einigermaßen viel Wiederholungen und einigermaßen Gewicht leichter ist, Hypertrophie zu stimulieren. Und es hat sich nicht umsonst in der praktischen Welt, also im Trainingskonzept, ja über die Jahrzehnte und Jahrhunderte fast schon hinweg durchgesetzt, dass man in diesen Bereichen das trainiert. Also das sind so Sachen, wo ich mir dann immer denke, das ist so eine Verwissenschaftlichung einer wissenschaftlichen Erkenntnis. So kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Und ja, ist, wie du sagst, letztendlich, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, dann kann man daraus in bestimmten Situationen abstrakte Richtwerte oder vielleicht auch Regeln ableiten, je nachdem, um was es sich handelt. Aber man kann dieses Gerüst, sage ich mal, nicht auf alle Ebenen des gesamten Gebäudes, das man sich aufbaut, um Training zu planen, übertragen, nicht überall einsetzen und überall eben weiterverfolgen, sondern man muss sich eben auch überlegen, nach welchen Prinzipien handelt man. Mhm. Und das als Grundlage nehmen und darauf aufbauen, sich überlegen, wie kann man diese Ergebnisse, die man eben in der Studie sieht, da integrieren, oder wie können diese Ergebnisse vielleicht sogar die Prinzipien, wie vielleicht vor ein paar Jahren hat man geglaubt oder haben ein paar Leute geglaubt, dass so und so viel Eiweiß die Grenze sein sollte, weil sonst mehr bringt nicht oder mehr ist nicht gut für die Gesundheit, wie auch immer. Und jetzt ist es halt so, dass man auch theoretisch oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch höher gehen kann. Ja. Wie kann man diese Prinzipien oder diese Richtwerte und Regeln halt über den Einfluss neuer Erkenntnisse und neuer Studien und Ergebnisse so anpassen, dass der Grundkern eben noch stabil bleibt, wenn es keinen Grund gibt, den zu ändern, aber halt natürlich mit der Zielsetzung halt Training und Anpassung zu verbessern, eben sich leicht in den äußeren Schichten halt verändert, die man hat. Und dann hat man nicht das Problem, dass man eine
Sache oder eine Erkenntnis auf alles überträgt und damit halt alles beeinflusst oder dass man solche Prinzipien dann immer wieder auf den Kopf schmeißt und sagt, ja, nee, das funktioniert jetzt nicht, weil das ist debunked und das neueste Review zeigt es oder die neueste Studie zeigt es, naja, nicht unbedingt oder vielleicht wurde da was gemacht, was man nicht überall auf alles übertragen kann. Also man muss sich dann schon gut überlegen, ob man aufbauend auf 15 Seiten Prinzipien, die sich über 50 Jahre herausgebildet haben, einfach auslöscht. Ja. Er sagt, nee, das ist jetzt debunked. Ja, ich sehe es auch viel mehr als Punktewolke quasi. Und wie du gut gesagt hast, wenn du Prinzipien hast quasi und grundlegende Prinzipien, die dein Handeln und deine Trainingsplanung oder deine Ernährungsweise in Kombination mit einfachen Heuristiken quasi leiten, dann bedeutet das nicht, dass das die einzige Ebene ist, auf der man operiert, sondern dann liefern eben all die Daten, die man sammelt, liefern mehr Feinheiten und können quasi eben diese Prinzipien shiften und hin und her bewegen, aber sie sollten sie nicht umstoßen können, weil wenn die Prinzipien umgestoßen werden durch sowas, dann... Es muss schon sehr gut begründet sein, sagen wir es so. Es muss schon echt krass begründet sein. Und ja, und das also, ist schwierig dann. Ja, und wie gesagt, ich bin ja ein großer Wissenschaftsfan und so. Und, aber jetzt muss man schon auch sagen, dass es also in den letzten 20 Jahren keine Erkenntnisse gab, die alles ins Wackeln gebracht haben. Die wurden immer mehr so dargestellt, aber eigentlich waren die Fragen schon immer offen. Also jetzt, wenn man das mit dem Wiederholungsspektrum nimmt, ja, ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, in der ganz klar die Wiederholungsbereiche zugeteilt wurden. Aber gleichzeitig, wenn du dann das erste Mal ein Gewichtheberbuch liest und dann irgendwie siehst, oh, die machen irgendwie kein Hypertrophietraining, haben aber trotzdem alle Muskeln, dann musst du dir auch überlegen, wie passiert das. Und wenn du dann einen Bahnradfahrer siehst und dann denkst du dir, ja, der hat irgendwie auch fette Schenkel und der macht schon auch Krafttraining, aber der macht auch viel Ausdauertraining, wie kann das sein, dass der so hypertrophiert? Dann ist es auf jeden Fall, sind es so Dinge, die einen ja irgendwie zum Nachdenken bewegen und wo ich mir dann schon denke, es gab eben jetzt nicht diese Erkenntnisse, die sportwissenschaftliche Welt auf den Kopf gestellt haben. Ja. Was ist dein nächster Punkt? Mein nächster Punkt, wir haben uns nicht abgesprochen in den Erkenntnissen und tatsächlich wäre mein nächster Punkt das mit der Konstanz gewesen. aber mein dritter Punkt, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ist, und das ist auch keine neue Erkenntnis, aber es geht mir eher darum, die Denkausrichtung etwas zu verändern oder umzustellen, die man eben gewohnt ist oder oft auch sieht. Und zwar, dass... Ich mach dich scharf. Danke. Ich versuch's. Ja, jetzt. Dass eben Regeneration das Fundament ist dafür, hart trainieren zu können und ballern zu können. Also das würde ich als dritte oder zweite Erkenntnis jetzt in dem Fall formulieren, weil es oft so ist, dass man sieht, dass alle Fragen oder Überlegungsprozesse auch auf Social Media oder allgemein sich darauf ausrichten, wie kann man mehr machen oder was sind die drei besten Übungen oder was ist die beste Methode. Und das sind alles Dinge, die Leute sehr beschäftigen und parallel, finde ich, sollte ein und die Erkenntnis habe ich jetzt dieses Jahr gemacht, auch beschäftigen, wie kann man seine Regeneration so verbessern, dass man diese Fragen oder auch andere Fragen, die mehr in Richtung Ballern und hartes Training ausgerichtet sind, wirklich stellen kann. Ja. Oder eine andere Frage, wenn man sich fragt, okay, soll ich jetzt diese Supplemente nehmen, aber sich davor diese Überlegung nicht gemacht hat, wie kann ich meine Regeneration verbessern oder meine regenerative Kapazität nach bestimmten Einheiten verbessern und dementsprechend auch härter trainieren und mit mehr Volumen trainieren. Und das ist, denke ich, was sehr wichtig ist und auch ein Punkt, den du in dem YouTube-Video zu
MRV und MEV angesprochen hast, das mit den stabilen und instabilen Welten. Also ja. die stabile Welt kreiert sich nicht unbedingt dadurch, indem man die drei besten Übungen findet, sondern eher dadurch, indem man sich überlegt, wie man Bedingungen außerhalb des Trainings so anpasst oder so entwickelt und sich so Gewohnheiten herausbildet, dass man sich damit beschäftigen kann oder dass man sich immer mehr rausnehmen kann, sich damit zu beschäftigen, mit so Feinheiten letztendlich. Ja. Und das hängt auch dann mit dem Punkt zusammen, dass wirft wieder diese Debatte zwischen stabiler und instabiler Welt auf oder auch parallel dazu zwischen RPE-based Trainingsplanung, also Autoregulation, die man ja verwenden möchte, um das Problem der instabilen Welt irgendwie zu puffern. Aber das sollte man erst, wenn man wirklich die Regeneration und die Überlegungen getroffen hat, die dazu führen, dass möglichst viel Stabilität kreiert wird. Also sich möglichst stabile, konstante Bedingungen zu schaffen, die dann noch immer zur Folge haben, dass es Instabilität geben wird, dann sollte man sich überlegen, wie kann ich Autoregulation zum Beispiel jetzt gut einsetzen? Ja. Und das ist ähnlich wie mit der Kunst und mit der Wissenschaft. Der Punkt, den du angebracht hast im letzten Podcast, den ich sehr gut fand, ist, du brauchst diese Regeln, diese stabile Welt als Grundlage, um dir die Kunst, die Autoregulation erlauben zu können. Ja. Und das ist auch die Regeneration gehört dazu als Grundlage, um zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt quasi in diesen Kunstbereich zu gehen und mir Gedanken zu machen, ja, was ist jetzt eine nice Übung für das? Die Überlegung brauchst du dir nicht machen oder du brauchst dir nicht den Spaß der Autoregulation in bestimmten Sachen rausnehmen, wenn die Konstanz nicht da ist, wenn bestimmte Sachen, Prinzipien, wie gesagt, nochmal zu dem Punkt, wie Regeneration einfach nicht vorhanden ist. Ja, ich glaube auch, dass es oben an der Tafel, stand mal Trainingsplan ist gleich Reason ist gleich Responsibility, weil das mal so ein Gedankengang war, der genau dieses Thema anspricht eigentlich. Das war noch, ich glaube, vor 2 Jahren in Lockdown kam mir das beim Spazierengehen, habe ich so drüber nachgedacht. Und der Punkt ist eben die Frage mit der Autoregulation ist, wir wissen alle, dass Autoregulation sinnvoll ist. Weil, also ich meine, wir planen, selbst wenn wir prozentbasiert planen, wissen wir, dass Abweichungen davon gemacht werden können und auch sollten in bestimmten in Teilen des Trainings. Gleichzeitig ist es eben immer die Frage, sollte man gleich die Autoregulation planen oder nicht? Und Ausgang dafür war eben meine Überlegung für die damals nächste Excel-Tabelle, wie man das macht mit vorgegebenen Gewichten oder nicht vorgegebenen Gewichten und was so die Faktoren sind. Und der Hintergrund für Trainingsplan ist gleich Reason, ist der Trainingsplan ist, da war der Max Wenninger auch so ein bisschen ein Gesprächspartner, der das quasi mich da zum Überlegen gebracht hat, weil der immer gesagt hat, er kriegt die Vorgaben und das ist für ihn eine Herausforderung. Und das war, als ich vom Dietmar die Trainingspläne bekommen habe, für mich auch so, dass ich einfach das Gefühl hatte, okay, der traut mir das zu, also kann ich das, also mache ich das. Und das ist dann quasi so eine Begründung, warum man es macht. Und gleichzeitig ist auch die Responsibility, dass man sich dann eben in der Verpflichtung fühlt, wenn ich dann eine schwere Trainingswoche hatte und das gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, okay, diese Woche wird es schwer. Ich muss gut essen, ich muss gut schlafen, ich muss meinen Teil dazu tun, dass es funktioniert. Und das ist eben dieser Punkt mit der Autoregulation, den du, glaube ich, auch ansprichst, ist, um autoregulieren zu können, muss ich meinen Teil dazu tun, dass es funktioniert, damit ich dann in einem kleinen Spektrum autoreguliere. Und es darf nicht so sein, dass ich anfange zu autoregulieren, bevor ich meine konstante, stabile Welt geschaffen habe, in der dann die Autoregulation tatsächlich die Anpassung an meine Tagesform ist und nicht meine Tagesform einfach schwankend ist, weil ich meine Tagesform gescheit autoreguliere. Weil wenn du Chaos hast und nichts dagegen machst und
nicht dich aktiv dafür einsetzt, dass du Stabilität schaffst, Konstanz, und dann fängst du an, Autoregulation anzuwenden, dann erschaffst du mehr Chaos. Und wie gesagt, das Gute ist, dass man bestimmte Sachen variieren kann, und ich sage jetzt nicht, dass das etwas Schlechtes ist an sich, aber es muss im Kontext gesehen werden und es muss auch in einer bestimmten Struktur gesehen werden. Und die Grundlage für die Berücksichtigung von Variation, Chaos und Instabilität ist die Bemühung, sich konstante Bedingungen zu schaffen, weil sonst verarschst du dich selber. Ja. Also, ja. Weil sonst kannst du sagen, ja, ist alles instabil und macht alles keinen Sinn und deswegen mache ich das jetzt auch noch und das und das und das und das ist, also, macht keinen Sinn letztendlich. Das ist nicht förderlich. Nicht förderlich, ja. und ja, je besser du darin bist, desto mehr Spaß macht dann auch dieser Aspekt. Ja, ja, und ich glaube, es ist ja auch einfach wichtig, weil du auch über die Regeneration ja quasi kamen wir jetzt da drauf, also dass der Punkt der ist, dass man die Regeneration als Ausgangspunkt auch setzt. Und das ist eben schon so eine Sache, dieses, wir haben ja die Gespräche dann oft auch hier, wenn wir eben Training anpassen oder wenn Leute irgendwie mehr machen wollen, dass man sagt, okay, mehr ist nicht von Haus aus besser, sondern es ist dann besser, wenn du dich von mehr regenerieren kannst, weil im Prinzip willst du ja erstmal aus dem, was du machst, die meiste Anpassung rausholen. Und das ist eben, wenn die Kombination aus Belastung und Regeneration adäquat ist. Und deshalb ist es eben immer so eine wichtige Verantwortlichkeit des Athleten, quasi dann auch für die Regeneration zu sorgen. Ja, oder wenn du, genau, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn du halt dann das nicht berücksichtigst und konstant nur 4 Stunden schläfst, obwohl du mehr schlafen könntest, natürlich dehydriert bist und irgendwie Mahlzeiten auslässt, weil du keine Lust hast oder weil du dir denkst, nee, gerade geht nicht, obwohl es möglich wäre. Wie gesagt, es gibt auch Fälle, wo es eben nicht möglich ist, mehr als 4 Stunden zu schaffen. Wo man dann einfach auch akzeptieren muss, dass man dann kein Leben hat, in dem man so trainieren kann. Genau, und wo es auch nicht die Möglichkeit gibt, die Mahlzeit oder die Kalorienmenge zu sich zu nehmen. Das ist alles vollkommen verständlich. Nur wenn man die Möglichkeit hat und man macht es extra nicht und sich dann fragt, okay, was sind die besten Übungen oder welche Supplements soll ich jetzt nehmen oder wie auch immer, also man sieht, in welche Richtung diese Fragestellung geht, dann wirkt das schon fast wie so ein Kompensationsmechanismus, einfach sich nicht mit dem darunterliegenden Prinzipien beschäftigen zu müssen. Ja, absolut. Ach, könnte man eine eigene Folge eigentlich drüber machen. Ja, stimmt. Ich bringe mal meinen dritten Punkt an, weil der in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar, mein dritter Punkt ist, dass mir dieses Jahr umso mehr aufgefallen ist, dass ich noch mehr auch mit anderen Coaches arbeiten möchte oder Dinge machen möchte für Coaches. Und zwar einfach aus dem Bewusstsein heraus oder aus der Erkenntnis heraus, die auch aus vielen Gesprächen mit Max entstanden ist, weil der mir immer so ein Feedback gibt über die Trainerwelt draußen. Quasi welchen Mehrwert das hätte für viele Trainer und natürlich auch einfach Feedback zum Podcast, wo viele immer sagen, okay, das sind mega coole Themen, die wir ansprechen oder auch einfach hilfreiche Sachen, die wir irgendwie liefern, und das freut mich. Das ist einfach, also finde ich, unheimlich schön. Da spricht vielleicht auch der verhinderte Lehrer aus mir, aber irgendwie gibt es dem Ganzen so einfach einen mehr Nutzen, weil wenn man selber immer das Gefühl hat, dass man so seit Jahren irgendwie auf der Suche nach der Wahrheit ist und sich immer irgendwie durch die Bücher schlägt und durch die Trainingspläne und alles so macht, dann ist es irgendwie schöner, wenn man das dann, wenn man das Gefühl hat, andere können davon profitieren. Und auch weil, weil ja immer der Ansatz eigentlich ist, dass man eben sich nicht nur über Sachen aufregen sollte, sondern wenn man denkt, es geht besser, dann sollte man versuchen, sie besser zu machen. Und das ist einfach, also das ist tatsächlich was eine Erkenntnis für mich war,
die mir schon immer irgendwie klar war, aber dieses Jahr einfach wesentlich deutlicher geworden ist, auch weil der Trainingsplanungskurs mir selbst wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil es einfach schön ist oder ich es gerne mag, intensiv mich mit so einzelnen Themen auseinanderzusetzen. Ja, und wenn du, oder finde auch, wenn man sich allgemein austauscht, dann kommt man auch auf neue Ideen. Das ist auch, ja, deswegen ist auch der Podcast immer eine gute Möglichkeit oder ganz cool, einfach über Sachen zu reden, weil man so halt so Ideen und andere Dinge halt weiterentwickeln kann und dann auch eben Seminare oder Kurse, je mehr man in den Austausch kommt, desto besser kann man dann letztendlich so Ideen weiterentwickeln und dann entwickeln sich halt die Personen halt, die mit dabei sind, weiter und natürlich man selbst sich auch. Und das ist eine coole Sache, ja. Ja, voll. Jetzt haben wir schon 50 Minuten vollbracht und wir hätten eigentlich noch die drei persönlichen Punkte. Ich würde sagen, da brauchen wir Teil 2, oder? Ich glaube, da brauchen wir Teil 2. Wir sind vielleicht bei einem einen oder anderen Punkt so ein bisschen ins Ranten oder ins Ausufern gekommen, aber ich kleines bisschen du. Ich glaube, das ist auch mal okay, dass die Lebkuchen-gefuelte Rage vielleicht. Ja, Insulin-Rage. Der Insulin-Rage. Insulin wäre auch so ein Thema vielleicht, über das ich in letzter Zeit irgendwie häufig geredet habe. Ich hoffe, eure Erkenntnis aufgrund unserer Erkenntnis ist mitgewachsen oder ihr könnt vielleicht auch eure drei Erkenntnisse in die Kommentare hämmern. Das würde nämlich zwei Dinge kombinieren. Erstmal ist es natürlich gut für den Algorithmus und wie ich von Pascal Su gelernt habe, ist es sogar noch wichtiger, gleich innerhalb der ersten einen Stunde oder zwei Stunden, sagt er immer, zu kommentieren. Und tatsächlich ist es aber auch egal wann. Mich würde es tatsächlich einfach interessieren, was eure Erkenntnisse sind. Weil das natürlich auch bedeuten würde, dass man vielleicht sieht, welche Dinge man selbst im Jahr 2022 übersehen hat. Ja. Und fände ich mega cool, wenn einige von euch kommentieren. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal ein frohes Weihnachtsfest, weil wenn ihr das hört, ist erster Weihnachtsfeiertag und ihr habt hoffentlich gut gefüllte Bäuche, nachdem ihr ordentlich trainiert habt, weil man das so macht. So ist es also von mir auch. Frohes Fest und trainiert ordentlich, esst ordentlich und haut rein. So ist es. Adios.